Heute geht's weiter mit dem Thema Anti-Aging. Heute zeige ich euch die ersten Übungen, die man für das Anti-Aging-Konzept machen kann, um natürlich maximale Wachstumshormone zu provozieren. Das heißt, den Körper zu provozieren, dass er Wachstumshormone produziert. Und da ist die erste Übung, was ich euch zeige, die sogenannte Kniebeuge. Schuhe habe ich aus. Warum? Es ist besser für das Fußgewölbe, so haben wir einen besseren Kontakt zum Boden und unser Fußgewölbe, unsere Fußmuskulatur, die muss natürlich jetzt mitarbeiten. Ganz wichtig, ich zeige euch ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte. So, einmal wichtig der Stand. Wir sollten ungefähr schulterweit stehen, Füße komplett in Kontakt auf dem Boden, Fußspitzen leicht nach außen rotiert, ungefähr 15 Grad. Wir machen eine Aufwärmübung. Nach unten, Stopp, kurz anhalten, nach oben, Stopp. Unten kurz anhalten, Stopp, nach oben, Stopp. Immer wenn ihr hochkommt, ausatmen. Ein bis zwei Sätze, mal nur mit Körpergewicht, vor allem für die Anfänger, mal nur mit Körpergewicht. Manche machen sogar in den ersten zwei, drei Wochen nur Kniebeuge mit Körpergewicht. Wichtig ist die Technik. Nochmal von der Seite. Schulterweiten Stand, Fußspitze leicht nach außen rotiert, Ellbogen bis in Hirnschultergelenk, langsam runter bis zur Waagerechten vom Oberschenkel, Rücken gerade halten, Knie leicht nach außen rotiert und nach oben, kontrolliert die Streckung und vor allem natürlich, wenn man nach oben geht, in die Hüftstreckung, Becken nach vorne, Po anspannen. Ein, zwei, drei Sätze zum Aufwärmen, 10, 15 Wiederholungen und dann können wir mit der Stange beginnen. So, wir haben hier eine Stange, eine Langhantelstange. Auf den Rücken auflegen, nicht auf die Wirbelsäule, auf den Trapezmuskel. So, wieder in schulterweiten Stand. Und jetzt langsam runter und bis zur Waagerechte, da kann es ja nur so tiefer, es hängt von der Mobilität ab. Runter. Und wenn wir jetzt nach oben gehen, ausatmen. Runter, Stopp oder oben ausatmen. Immer, wenn ihr hochgeht, in die Hüftstreckung, Hüfte durchstrecken. Kontrollierte Streckung. Wichtig, die Bewegungsgeschwindigkeit. Langsam runter, Stopp, raus, ausatmen. Oben kurz anhalten, unten kurz anhalten. Kopf leicht nach oben, ausatmen. Brust hoch und nochmal von der Seite, schulterweiter Stand, schöne Druckfläche auf dem Boden und das ist die Kniebeuge. Normalerweise geht man ja vorwärts rein, aber ich muss euch ja zeigen, wie es funktioniert. Wichtig noch dabei beachten, unten die Füße, die dürfen nicht mit den Knien nach innen knicken. Ihr dürft nicht mit den Knien nach außen knicken. Und ihr dürft nicht nach vorne kippen und den Fersen hochnehmen. Ihr braucht eine 3-Punkte-Verbindung am Fuß. Großer Zeh hier unten, hier außen, am kleinen Zeh, hinten und am Fersen. Das ist eine 3-Punkt-Verbindung. Und diese 3-Punkt-Verbindung, die muss auf dem Boden fixiert werden. Komplett vollflächiger Fuß auf dem Boden, dann habt ihr einen sicheren Stand. So. Kniebeuge, erste Übung. Wer nicht kann, beziehungsweise noch nicht genügend Kraft hat, der macht es mit Körpergewicht. Nach zwei, drei Wochen Körpergewichtsübung kann er übergehen in die Stange. Das kann man zu Hause machen, sie im Fitman kaufen, eine Stange kaufen, Handstänger kaufen. Oder man macht es im Fitnessstudio. Lässt sich nochmal von einem guten Trainer die Übung zeigen, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals die Übung zeigen lassen. So, wenn ihr das zwei, drei Wochen gemacht habt, ihr habt eine gute Technik erreicht, dann könnt ihr anfangen, Gewicht drauf zu machen. Und zwar rechts und links 5 Kilo. Zwei, drei Wochen später rechts und links 10 Kilo. Zwei, drei Wochen später 15 Kilo. Ihr müsst immer wieder versuchen, den Widerstand zu erhöhen. Wichtig ist dabei, nicht zu viel Last, eine zu schlechte Technik, sondern immer die Technik rangiert vor der Last. Das wäre die Kniebeuge. So, als nächste Übung, was ich euch zeigen werde, ist in Kürze das Kreuzheben.
Jetzt überlege ich, ob ich noch was vergessen habe. Ja, vielleicht noch ganz wichtig, anfänglich, wenn ihr es nicht gewohnt seid, wenn ihr häufig sitzt, dann habt ihr den hinteren Anteil der Muskulatur, die ist verkürzt. Da hilft eine Black Roll, Ausrollen, da hilft auch Stretching, Dehnen, Mobilisationstraining, dass ihr vor dem eigenen Workout euch erstmal mobilisiert, das heißt euch geschmeidig macht. Nur wenn die Verklebungen raus sind, wenn die verkürzten Muskelfasern, wenn die Faszien offen sind, dann könnt ihr auch einen Bewegungsablauf absolvieren, der harmonisch aussieht. Seid ihr verklebt, seid ihr verkürzt, habt ihr zu hohen Tonus in gewissen Muskelgruppen, weil ihr euch einseitig verhaltet, zu viel sitzt, noch keinen Sport gemacht habt, ist es ganz wichtig, dass ihr euch mobilisiert. Mobilisationstraining. Auch das wird in Kürze als Video kommen, euch zu zeigen, wie ihr euch richtig mobilisiert. Das heute war das erste Mal. Einstieg an die Aging-Konzept. Welche Übung machen wir? War die Kniebeuge, Schulterweiten Strand. In Kürze geht es weiter mit Kreuzheben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Haut rein, gebt Gas, fangt jetzt direkt an.